Wir testen heute TikTok-Rezepte und es geht voll um Käse. Fünfmal um Käse und es sind die weirdesten Sachen dabei. Wir fangen direkt an mit Nummer 1 und Nummer 2. Aber ich mache jetzt erstmal Nummer 1. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und kauft unseren Merch von sturmwaffel.de. Was war das denn? Wollte die richtig platzieren, hat aber nicht geklappt. So schön die Mütze ist. Danke. Gibt's nicht mehr zu kaufen, aber andere. Schaut vorbei. Ich habe hier den übelst ekelhaften Schmelzkäse. Den müssen wir jetzt stapeln mit einem helleren Käse. Wir haben jetzt dafür den Schmelzkäse Allgäuer Art genommen und die müssen jetzt erstmal alle aufeinander. Die sind jetzt aufeinander. Jetzt brauchen wir halt einen Kreis. Normalerweise nimmt man jetzt so einen Stocher, weißt du, so einen runden Kreis, wo man so ausstochert. Aber ich werde das jetzt schneiden müssen, weil ich finde meine Weihnachtsausstecher nicht mehr. Ist halt auch ein bisschen Handarbeit, ne? Aber Handarbeit ist gut. Wie stehst du zu Käse? Ah, ich liebe Käse. Okay, dann wirst du heute hier voll auf deine Kosten kommen. Schöner Kreis. Ja, danke. Geile Nummer, oder? Ich will's. Geht ein bisschen auseinander unten, aber das ist egal. Dann haben wir jetzt super viel Käse, der für dieses TikTok nicht mehr verwendet wird, was super merkwürdig ist. Ich meine, können wir immer noch später benutzen für ein anderes Rezept. Wir haben hier einmal Mehl. Dann kommt das ganze Gerät jetzt einmal im Mehl, damit wir so eine schöne Mehlschicht kriegen. Und dann wird's richtig wild. Brauchen nämlich noch zwei tiefe Teller. Und dann machen wir in das nächste Eier. So, ein Ei. Zweites Ei. Und bevor wir die umrühren, machen wir noch ein bisschen Salz rein und auch ein bisschen Pfeffer von Ankerkraut, wo ihr uns auch supporten könnt, mit dem Code FREEWAFFEL. Wenn ihr da bestellt auf der Webseite, könnt ihr ab dem Mindestbestellwert von 10 Euro ein gratis Gewürz dazu kriegen. Da gibt es unter anderem auch mein Gewürz. Ich habe tatsächlich selber eins für Bolognese. Also wenn ihr da einkauft mit meinem Code, unterstützt ihr uns und das Team und macht uns ein paar coole Videoprojekte möglich in der Zukunft. Also schaut vorbei, Links in der Beschreibung. Dann whisken wir mal durch. Dann kommt das nämlich gleich schön ins Ei und danach kommt das noch in Panko-Mehl. Ganz wichtig heute, das ist durch... Schon wieder. Jedes Mal, wenn ich ein Video mache, wir haben so viele Gabeln, ist schon wieder der Zeus. Ist schon wieder der? Ja, ich krieg die immer. Das ist unfassbar. So, Panko-Mehl, das ist ein bisschen gröber. Viele nennen das auch Schrimp-Mehl, habe ich gesehen auf TikTok, weil das soll für Vorlieb, was? Durchs Ei ziehen das ganze Gerät. Zack, guck mal hier, richtig gut hier. Nochmal ein bisschen so. Und dann gehen wir hier mit dem Ei schön ins Panko-Mehl. Bedecken das einmal hier. Ui, guck mal, das ist ja ui. Und dann muss das jetzt frittiert werden. Das habe ich ja schon hier. Und ich glaube, ich werde das jetzt auf so einen Metalllöffel setzen und das dann da reinfahren lassen. Weil ich habe wirklich eher Angst, dass uns das zerläuft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bis dafür läuft alles perfekt. Das Einzige, woran ich nicht dran gedacht habe, ist gleich so eine Abtropfmatte. Das wirkt so wie irgend so ein Trendding, weißt du, sowas wie Bubble Tea oder sowas, was einfach so in die Großstädte kommt, wo du dir so einfach nur so einen Käseball kaufen kannst. So einen übelst heftigen Käseball, sowas wie, oh mein Gott, ich habe heute den ganzen Tag vergessen zu essen, ich brauche noch 4000 Kalorien, ich hole mir jetzt einfach schnell einen Käseball. Ich glaube, das tut soweit. Perfekto. Dann einmal abtupfen. Das wird richtig crazy jetzt. Ich habe das jetzt hier auf so eine schöne Platte gelegt. Dann schneiden wir das ganze Thema mal an. Oh, ich dachte tatsächlich, das eskaliert viel mehr. Und das ist halt echt so ein Ding, da werde ich so Magenschmerzen von kriegen, wenn ich das esse. Aber ich bin so bereit. Let's go. Ich habe vergessen, dass ich kein großer Käseesser bin. Die Skala des heutigen Videos sind natürlich Cheesy Robs, ganz klar. Dementsprechend von 5 möglichen Cheesy Robs ist das eine Käseverführung, die auch ein bisschen ekelhaft ist. Deswegen gebe ich nur eine 3 von 5 Cheesy Robs hierfür, weil es ist mehr Kleber als Käse. Aber ich habe jetzt noch eine leichte Abwandlung davon vom gleichen TikTok-Creator. Die probieren wir sofort aus. Der zweite Hack ist relativ ähnlich zu dem ersten, wie ich schon gesagt habe. Dazu brauchen wir jetzt aber Wurst. Und funktioniert folgendermaßen. Wir nehmen uns eine Scheibe Wurst, dann nehmen wir uns eine Scheibe von dem Käse und legen das sozusagen als Zwischenschicht auf die Wurst. Ihr hört richtig, ihr seht richtig. Es ist schwierig, die können auch überstehen. Und was dann hier gemacht wird auf TikTok ist, die einzelnen Ecken einzuknicken. So stapeln wir jetzt einen Käse-Wurst-Turm nach oben und dann wird nochmal frittiert. 5 Schichten. Oh boy. Jetzt muss das Ganze halt noch schön verpackt werden, auch wieder in Panko und Ei. Diesmal wird es nicht gemehlt, ich weiß auch nicht warum. Ich werde es trotzdem maybe machen, I don't know. Ich glaube, das ist immer ganz gut, um so zumindest das erste bisschen so abzukriegen. Warum? Warum das? Das ist eine englische Delikatesse, ja. Miguel. In England esst ihr das jeden Tag, frag deine Eltern. So, machen wir mal hier schön Panko ummanteln. Ich probiere es jetzt erstmal so zu frittieren und dann gucken wir mal gleich, wie es aussieht, wenn es rauskommt, würde ich sagen, ne? Was geht denn da ab? Ich weiß auch nicht mehr, was das ist. Da oben meine Wurst, die hebt immer weiter ab. Okay. Mmh. Lecker. Boah, Alter. Delikatesse. Delikatesse. Zeit für den Anschnitt.
Wer kommt auf sowas? Ich bin ganz ehrlich, es macht mich wirklich fertig. Der Cheese. Boah, das ist nur Fett, ne? Das ist nur Fett, Miguel. Aber guck mal, das schmilzt wieder krasser als das andere, ne? Ich sag's dir, so sehen nicht meine Arterien aus nach dem Video. Die sind nicht so locker floppig und das ist eher so, das wird der Stau, der sich da drin jetzt ansammelt. Okay, das ist doch auch nur noch pervers. Oh Gott, oh Gott. Geil, ne? Bisschen Ketchup noch. Ich fühle mich so noch asozialer als das Kind, was damals ein Nutella-Brot mit in die Schule gekommen hat. Jetzt auf einer Skala bis zu 5 Cheesy Robs, muss ich sagen, gebe ich hier jetzt tatsächlich 3,5. Es wird besser. Es wird besser. Wir wagen uns ran, aber nicht verzagen, Leute. Denn jetzt kommt noch was Besseres. Jetzt wird es richtig wild. Bist du bereit? Es wird immer wilder. Es ist wilder. Bis es am Ende richtig wild wird. So, geil. Cheesy Hack Nummer 3. Nummer 3 ist folgendes. Es ist im Prinzip eine Sommerroll. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so Reispapier. Das habe ich schon in Wasser eingelegt. Dann wird das so ein bisschen wobbly. Und dann kann man da normalerweise so Gemüse reintun und ein bisschen Chicken und was weiß ich nicht was. Und dann muss man da eigentlich einen Mozzarella-Stick reinmachen. Das gibt es auch in Deutschland. Nur wir haben es jetzt zum Verrecken nicht bei uns im Supermarkt gefunden. Aber wir haben so ein Maxi-Mozzarella-Ding hier einfach genommen. Da werde ich jetzt mal so eine Scheibe, wie so ein Mozzarella-Stick hier, weißt du, mir zuschneiden. Und dann nehmen wir erstmal ein bisschen Fleisch. Wir haben jetzt hier Schinken. Wir bilden damit so eine Base. Das hier finde ich sogar eine ganz coole Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann soll man das Ganze eigentlich nur ganz normal wie eine Sommerrolle ganz normal aufrollen. Dann ganz normal wie die anderen Sachen auch fertig machen zum Frittieren. Wir machen ein bisschen Mehl dran ins Ei und danach hauen wir das auch schon wieder. Da sind sich alle einig auf TikTok, wenn es um Thema Käse geht. Und dann muss immer Panko-Mehl mit dabei sein. Schön, dass sich das so durchgesetzt hat, weil ich finde auch, es ist das deutlich geilere Frittier-Erlebnis. Das scheint ganz gut zu funktionieren, weil das hier, wie gesagt, für so einen Snack nebenbei kann ich mir am besten vorstellen. Ja, das ist halt wirklich leichter so ein ist, ne? Leicht. Wir frittieren gerade sowas. Ja, aber im Vergleich zu dem Zeug davor ist das hier schon Diät. Wie schmeckt der frittierte Schmelzkäse? Ich sag euch, das kommt weg hier. Wir sind alle richtig ekelhaft, wenn es ums Essen geht. Was würdest du geben von 5 Crispy Robs? 3,5. Let's go, da sind wir sehr ähnlich. Das andere ist mit Wurst, ne? Oh, ist immer noch Powerboost. Ich wundere mich gerade, warum das so eskaliert. Deine Finger. Wir sind auch durchfrittiert jetzt mit den ganzen, ich nenne sie mal liebevoll, Frittierideen. Okay, das ist unser kleiner, Der kleine Mann. Cheese, das ist der kleine Mann. Ja, ein bisschen. So. Boah, okay. Ich schneide mal in der Mitte durch, dann gucken wir mal, ob wir die Hitze bis zum Mozzarella-Stick durchhaben kommen lassen. Ah, oh, heiß, heiß, heiß. Oh, super heiß. Aber egal. Erschrocken. Es ist geschmolzen. Da ist er. Boah, frittierter Schinken, ne? Riecht ein bisschen nach Fuß. Bisschen, ne? Ich riech das auch schon. Ja, riecht echt ein bisschen nach Schweiß. So. Genau das ist der Geschmack, den ich brauche am Morgen. Mh, Schweißfuß. Richtig so Gym-Umkleide. Schmeckt halt wie, als wenn man das so auf dem Brot machen würde und kurz antoasten, weißt du? Schmeckt im Prinzip wie ein normales Brot. Brot würde ich trotzdem eher noch empfehlen, hat deutlich weniger Fett, in das du das reinhaust. Aber ist natürlich ein tasty Erlebnis. Hierbei würde ich sogar schon eine 4 von 5 geben, bin ich ganz ehrlich. Eine 4 von 5? Eine 4 von 5. Aber wir haben ja noch zwei Sachen up the sleeve und damit geht's jetzt weiter. Nummer 4 ist auch fantastisch. Ich habe hier schon einiges liegen. Es wird toll, glaube ich. Wir brauchen 2 Toaststückchen. Merkt ihr was? Jedes TikTok-Video weißer Toast. Für nichts anderes benutzen wir das hier. Immer wenn die Dinger da sind, dann werden die hier so weggeatmet von allen. Ich schwöre es euch, die machen immer die ganzen Leute hier so ungetoastet Nutella drauf und dann falten die sich das zusammen. Das so richtig, richtig ekelhaft. In der Mitte brauchen wir ein Loch. Hier drin in dieser Pfanne soll jetzt gleich Käse schmilzen. 4 Scheiben, um genau zu sein. Legen wir jetzt einfach in die Pfanne. Das ist Cheddar. Und während der dann vor sich hin schmilzt, machen wir schon mal ein Ei fertig. Kurz nochmal die Eier. 2-mal. Das wird wieder ein bisschen gewürzt. Willst du es auch mal mit deinem Sturmwaffelgewürz? Oh, Sturmwaffelgewürz. Auch gut für Eier. Über die ganzen Ecken hier nochmal unser Ei, sodass wir eine durchgängige Fläche haben hier. Dann legen wir in den blubbelten Käse einmal oben ein Stück von unserem Toast hier unten und machen dann in das Loch, was wir da reingesteckt haben, nochmal Käse hier rein in die Mitte. So, und jetzt lassen wir hier raus ein Omelett braten, bis wir es flippen können. So sollte das Thema einigermaßen aussehen, wenn es verhältnisweise ready ist. Jetzt ist natürlich der Flip da. Miguel ist schon super negativ und sagt, ich werde das nicht schaffen. Ich bin ja der Inbegriff von Positivität, Miguel. Die Leute können ja kommentieren, ob du schaffst oder nicht. Wir müssen jetzt halt das komplette Ding flippen, weil... Was für so ein Fun-Flip? Genau meine Idee gewesen. Ah, ich weiß, was der macht. Der Mann ist schlau. Vertrau mir einfach, Miguel. Wann hast du mir jemals nicht vertraut? Oft. Und 1, 2, 3.
Bam! Jetzt brauchen wir hier nochmal Käse. Nochmal Käse, ist tatsächlich so. Ja, es ist eine cheesy Folge, so wie sich das gehört. Wir müssen Rob stolz machen, dass der Mann der Käse erfunden hat. Wir haben hier die gute IKEA-Snacksoße natürlich noch. Noch eine Käse-Geschichte hier drauf. Normalerweise wird das jetzt hier so zusammengeklappt. Ja, geht schon. So sieht das ganze Ding jetzt fertig aus. Hat schon ganz gut funktioniert, oder? Also jetzt zum Ende hin, sag mal, bist du doch überzeugt, oder? Sieht zwar jetzt nicht so ultra geil aus, aber es sieht super cool aus. Guck dir das mal an. Ich hab nicht. Oh Gott. Ja, das sieht aus wie ein richtig perverses Club-Sandwich, ey. Das ist das Sturmwaffel-Club-Sandwich. I'm so ready for this. Boah, das scheppert. Boah, das ist geil. Das ist geil, ja? Das ist tatsächlich geil. Und ich mag eigentlich kein Käsesandwich. What the fuck? Das finde sogar ich geil. Da gebe ich natürlich 4 von 5 Crispy Rubs sogar für. Aber ich glaube, das letzte Ding, wir haben ja gesagt, es wird immer kranker. Das letzte Ding will ich nochmal richtig rausscheppern. Hat über 50 Millionen TikTok-Views. Und dafür muss ich mal kurz umbauen. Nummer 5. Jetzt geht's um Mac and Cheese. Wie sich das gehört, die Macaronis, die Macs, sind schon am Köcheln. Ich werde jetzt mal unsere Käsesoße machen und dafür langsam anfangen, das hier ready zu machen. Dafür brauchen wir nämlich Käse. Butter ist das übrigens. Hup. Diese Butter darf hier drin schmelzen. Und was wir auch schon mal in die schmelzende Butter reinhauen, ist 2 Knoblauchzehen. So, fängt schon an zu schmelzen. Sobald die Butter geschmolzen ist, kommt das Mehl nach und nach da rein. In der Zwischenzeit kann ich aber schon mal für die Macaronis jetzt gleich was fertig machen. Unter anderem eine kleine, so eine Kuchenform. Und dann geht es hier gleich ordentlich saftig los. Ich werde dafür wieder mein Gewürz nehmen. Die macht da ganz viel Paprika rein und Co. Auch beim Käse sind da wieder super viele amerikanische Käsesorten. Wir nehmen einfach unsere Reste, die wir jetzt da getankt haben. Die sind auch richtig, teilweise ein bisschen eigenimprovisiert. In die Butter ein bisschen Mehl, um das alles andicken zu lassen. Das nennt man auch dann eine Becher-Mehlsoße. So, wenn wir dann hier soweit sind, schüttet sie hier auf mit Sahne. Und dann rühren wir das hier langsam mal ein. Nudeln schütte ich jetzt schon mal 1 Minute vor der Zeit ab. Alle raus, damit wir hier nichts liegen lassen. Perfekt. Hier rein soll jetzt noch der Rest von unserer Butter. Nochmal 2 kleine Stückchen, damit das hier auch schon schön buttrig wird. Kannst dir nicht ausdenken, ey. Boah, das ist echt nasty, ey. Das ist wirklich die. Alle heute sind nasty. Ich sag's dir, alle heute von denen sind wirklich richtig nasty. Das ist schon echt crazy. Ordentlich Butter rein. Und nebenbei kümmern wir uns jetzt um die Käsesoße. Das wird richtig schwierig jetzt, Miguel. Mhm. Das wird richtig schwierig. Erstmal unsere beiden Schmelzkäsen. Käsen. Die hauen wir jetzt erstmal hier rein. Einfach rein. Einfach reinkäsen, Leute. Mozzarella haben wir natürlich auch noch. Nicht alles, weil muss natürlich auch noch was drüber später. Käse. Wir machen jetzt eine Käsesoße für die Macaroni. Dann machen wir noch eine Käseschicht oben drüber, weil das kommt dann nochmal in den Ofen. Ja, ist ja eine Käsefolge, ne? So, Mozzarella, Gouda, keine Sorge, wir haben natürlich noch mehr hier. Und dann können wir den Rest von unserem Käsen auch sozusagen damit reinhauen. A little bit of Gouda. So, und dann kannst du hier schön nach und nach zugucken, wie das zu einer immer geileren Cheesy-Soße wird. Crispy Rob wäre so stolz. Hier haben wir nur noch 2 Stück drin. Komm, machen wir auch noch mit rein. Dann ist hier leer. Keine Sorge, wir haben natürlich noch mehr. Ich werde jetzt hier mein Gewürz noch ordentlich mit rein scheppern lassen. Hier bringe ich so eine geile Süße und dann machen wir auch noch ein bisschen Pfeffer extra. Lasst uns verrühren und dann müssen wir kurz warten, bis alles schmilzt. So, sieht es jetzt schon aus. Da läuft das Wasser im Mund zusammen, ne? Das ist so eine Nacho. Riecht auch gut, ne? Jetzt eine richtig geile, heftige Mac and Cheese Soße über unsere Macaronis. Haben jetzt wegen dem Paprika-Touch aus meinem Gewürz noch einen leichten Rotstich. Boah, ist das fies, Alter. Boah, ist das fies, das Ding hier. Boah, das ist wirklich unfassbar gemein, oder? Das sieht Ding echt heftig aus. 2.000-3.000 Kalorien passt. Aber natürlich müssen wir, bevor es in den Ofen geht, noch mal Käse drüber machen. Natürlich. Keine Macaroni mehr ohne Käse. Entschuldigung, nenn ihn den blonden Zier und den Magenzerstörer. Aber muss sein, oder? Der Lacto-Kick. Wenn schon, denn schon. Jetzt einmal noch überbacken im Ofen und dann sieht das ganze Gerät so aus, wie es jetzt gleich aussieht. Gucken wir mal. Das hier ist jetzt aus dem Ofen rausgekommen. Ihr seht schon hier unser ein kleines Thumbnail-Debakel. Wir wollten unbedingt so ein String, kennt ihr ja, ne? Dass man so ein String hat jetzt hier so, aber irgendwie so ein Käsestring. Ist es einfach nur Käse, aber ohne Strings. Käse mit ein bisschen Nudeln. So muss es sein. Es ist überbacken, es ist knusprig überbacken. Wir haben innen drin unsere selbstgemachte Käsesoße. Bleibt eigentlich nur noch beim Taste-Test hängen. Kann natürlich nur gut schmecken, ist mein Gewürz drin, ne? Natürlich. Boah, fettiger Geschmacksträger, ne? Wir haben da Butter drin, Käse drin. Oh, schmeckt Sahne. Schmeckt das krank, ey. Oh, ich glaube, ich kriege direkt einen Sodbrennen. Dazu jetzt noch ein geiles Steak oder so. Dann bin ich übel am Start. Bin ich wirklich, das ist richtig geil. Dann noch eine gute Soße von den Sizzlern oder so, dann ist richtig fett. Boah,
Ich schwör's dir. Ein so ein Esslöffel davon und dann musst du einfach 3 Wochen Slim Fast machen oder so. Einfach Diät direkt. Wow. Das ist wirklich unfassbar. Es ist aber wirklich auch crazy lecker. Und das kommt jetzt alles von einem Typ, der nicht viel und nicht gerne Käse isst eigentlich, ne? Also wenn es geht, vermeide ich Käse. Auch so überbackene Sachen, nicht so 100% mein Vibe. Deswegen, ich bin voll irritiert. Ich gebe hier auch eine 4 von 5 Cheesy Robs. Bin ich ganz ehrlich. Aber würdest du sagen, das ist besser als das andere? Oder würdest du sagen... Es ist halt anders, ne? Das andere war so geil, wegen dem krossen Sandwich noch und dem Ei. Und hier ist einfach der Flavor zu krank. Das ist mein Gewürz mal 1 Million gefühlt so. Nach oben nochmal. Weil du einfach nur durch das Fett die ganze Zeit das reinkriegst. Und es ist so lecker. Weil ich mag halt mein Gewürz auch gerne. Krank. Okay, was war euer Favorite? Habt ihr schon TikTok-Käse-Hacks gemacht? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Sollen wir mathematisch nochmal ein paar andere TikTok-Food-Hacks machen? Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Bis dann. Ciao. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lasst ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss.